Seit Generationen erzählt man sich in Ostfriesland vom Geheimgang auf Schloss Lütitzburg. Unter dem Schloss soll es einen Fluchttunnel gegeben haben, der geradewegs zur Kirche im benachbarten Hage führte. In diesem Film gehe ich gemeinsam mit Tido Graf zu Inn und Knüpphausen den wenigen Spuren nach, die nach Jahrhunderten von Umbauten und Bränden geblieben sind. Auch wenn vieles spekulativ anmutet, der Eingang zum Tunnel scheint tatsächlich erhalten. Und es gibt sogar deutliche Hinweise auf dessen wahre Existenz. Oh, kein Licht. Vielleicht eine Birne kaputt. Hier, noch zu erkennen, ne? Ein Eingang zu einem was auch immer. Zu einem was auch immer. Das ist der große Mythos des Geheimgangs von Schloss Lütitzburg. Da habe ich ja schon vor vielen Jahren von gehört, ne? Aber wie das ja so ist. Also ich vermute mal, dass das Ganze so nach unten ging vielleicht oder da hinten irgendwo rein. Also meine Mutter, die ja als kleines Kind hier auch schon war, die hat den Eingang zum Geheimgang auch noch gesehen. Okay. Also die sagte, den hätte es gegeben, ja. Der hätte nur noch voller Wasser gestanden. Das heißt, das Ding war mal offen und da konnten dann die Kinder so, oh, und da steht alles voller Wasser. Vielleicht. Vielleicht. Auf jeden Fall ist das jetzt hier einfach mal unser Ausgangspunkt. Ja? Und jetzt, wenn wir gleich rausgehen, dann zeige ich dir auch, warum ja, sich die Vermutung bestätigen lässt. Aha, aber guck mal, was machen denn diese Steine hier? Hier war vorher mal ein Lager, ja, ein Lagerraum. Ein Lagerraum. Alles gut, ja, das ist jetzt kein versteckter Hinweis auf ein Geheimnis. Das sind einfach nur alte Steine aus einem alten Haus, in einem alten Keller. Ja, ja, und demnach könnte das dann hier, wir haben ja hier diese Form ganz klar, ne, da hätte das reingehen können. Das wäre dann auch wirklich mehr oder weniger ein Kriechgang von den Maßen, ne? Ich würde sagen, es ging eher nach rechts unten. Nach rechts? So meine Vermutung. Aber hier ist alles ganz ordentlich. Ja, natürlich. Der Fliesenleger hat sauber gearbeitet, ja, alles weg. An dieser Stelle übersah ich bei den Dreharbeiten einige extrem wichtige Spuren, die mir erst beim Filmschnitt näher auffielen. Aber hierzu mehr am Ende des Films. Nach dem Brand 1956, ja, da ist ja auch alles neu gemacht worden. So auch der Bereich hier unten. Dann ist das alles anständig verputzt worden und haben wir gesagt, das blöde Wasserloch, das machen wir jetzt endlich mal zu. Wurde dann zugekippt, zugemauert und anständig verputzt. Das blöde Wasserloch. Damals gab es dich ja noch nicht. Hätte man das geahnt. Schade. Los komm, wir gucken jetzt mal von draußen. Das ist nämlich viel interessanter als hier drin. Ja, okay, so machen wir das. Komm. Wir gucken von draußen. Oh, mal hier aus einem Loch raus, ne? Ja, so sah das aus hier. Also, auf nach draußen. Ja. Man sieht sogar schon von hier. Sieht man doch, man sagt mir, wo ist eine Senke? Oh ja, aber was für eine? Und das ist tatsächlich so, genau und jetzt die ganz Höhe. Kurz, du hast ja innen drin gerade so ein dickes Rohr gefilmt, richtig? Ja, genau. Das kommt genau hier raus, da und da. Da kommen die raus. Und, siehe da, eine deutliche Senke. Ja, das kann man also, kann man von Weitem auf jeden Fall sehen. Zeigen wir gleich nochmal. Deutlich, dass es hier, ja, man sieht ja hier geht es schön runter, da sieht man es auch so ein Stück weit. So, und wenn man jetzt nämlich vom Wasser, wir gucken jetzt gleich auf der anderen Seite. Oder sogar von hier kann man unten sehen, bröckelt das Mauerwerk noch schon ein Stück weit vor. Also das heißt, da wo ich eben meinte Kriechgang und da gehen die Rohre rein, die enden hier, das sind quasi Lüftungsrohre. Und demnach ist der eigentliche Geheimgang, das ging dann viel tiefer runter. Klar, also sie müssen ja zumindest unterm Wasser durchgekommen sein. Ja? Ja. Das heißt, also hier müssen ja schon ein ganz schönes Stück runter. Und dann von hier aus, und jetzt ist das Interessante, ja, wenn man sich jetzt mal hier hinstellt, ja, und hier nimmst du jetzt einfach mal so eine Luftlinie in der Verlängerung. Ja, so einfach mal gerade rüber. Ja.
dann, ja, das sieht man jetzt hier auf deinem Film nicht, aber ich habe mir ja vorher schlau gemacht, dann kann man gucken. Und zwar habe ich hier eine Karte von 1790 aus Lütetsburg. Ich versuche die jetzt mal ein bisschen größer zu machen. Ja. Dann hat sich dort auf dem Feld ein größeres Gehöft befunden. Okay. Und das ist genau die, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, aber das ist ungefähr, wenn wir jetzt so gucken, ja, kommt das ungefähr hin. Ja. Und da standen noch zwei andere Höfe. Man, da ist jetzt auch noch eine große Wald, eine kleine Waldremise. Ja. Genau an der Stelle. Da stand früher ein Hof, den habe ich sogar noch gesehen. Der hieß Hirgenbur. Hm. Da gibt es ja hier auch noch eine Straße. Der ist in, weiß ich nicht, in den 80er Jahren ist er abgerissen worden. Es gab ja immer mal die Vermutung, dass ein Geheimgang von hier aus bis zur Kirche nach Hage geht. Bisschen weiter weg. Mal ehrlich, wer buddelt 2 Kilometer hier durch dieses morastige Gelände, wer buddelt sich da 2 Kilometer durch? Naja, aber... es gibt so Sachen tatsächlich. Gibt's, okay. Aber ich sag mal so, aber, wenn wir jetzt einfach nur der Logik, ja, einfach nur mal der Logik, wenn wir hier den Lüftungsschacht nehmen, die uns die Senke angucken und dazu eine Linie ziehen, ja, das war vorhin ja auch dein Vorschlag, eine Linie ziehen, dann kommen wir nämlich genau dahin, wo dieser Hof einmal gestanden hat. Hilgenbur. Ja, und also quasi, bevor jetzt gleich ganz viele Leute kommen und sagen, wenn die das Loch da drinnen sehen, ja, mach doch mal die Mauer auf. Nein, ja, guck mal, dann kommen wir hier nämlich außen von der Burg raus sozusagen. Das ist da, wo wir gerade innen drin waren. Ja. Da gehen die beiden dicken Rohre, das kannst du dir nachher auf deinem Film nochmal ansehen. Richtig. Die beiden dicken Rohre in die Wand. Das heißt, da drunter, wir müssen ja hier, ich sag mal, mindestens, wenn wir uns das Wasserniveau angucken, ich sag mal, mindestens 3-4 Meter runter. Das ist also echt tief. Idealerweise wäre ja eine Wendeltreppe, 3-4 Meter runter ja. Und dann unter dem Graben drunter durch. Das andere macht ja keinen Sinn. Ja, also der Schlossgraben oder hier der Burggraben, die Graft, die ist ja nicht wirklich tief. Wie tief ist die? 1,20 Meter, 1,50 Meter? Naja gut, aber mit Schlamm und allem drum und dran kommst du ja schon auf deine 2 Meter. Ja? Boah. Oh, okay. Aber man kann zum Beispiel vorne an der Vorburg kann man ja stehen, ne? Wenn man da. Ja, aber nur wenn du außenrum. Um das Gebäude außenrum gehst. Ja. Aber hier, ich schätze mal, also Wasserniveau bestimmt 2 Meter. Okay. So, 2 Meter. Da musst du ja, ich sag mal, mindestens 2 Meter idealerweise da drunter bleiben. Ne? Guck mal da vorne. Oder sind das. Nee, das sind Blätter, das sind keine Steine, ist kein Geröll. Das sind Steine. Oder? Sind da Steine? Steine. Ja, aber es gibt hier immer wieder Steine, die, ich nehme an, die sind zur Befestigung. Ja? Der Inseln. Da sind okay. Die einfach immer mal wieder reingeschoben. Dann kann das auch gleich drüben sehen, wir gehen ja gleich drüber. Da sind auch Steine. Also hier sind überall Steine. Okay. Also nehmen wir mal an, dass die im Zuge der Umbauten nach den Bränden sind ja immer wieder, ist viel Bauschutt angefallen. Das hat man dann genutzt, um eben diese Uferböschung ein Stück weit zu befestigen. Ja, dann können wir da mal gucken. Tja, und dann, was war denn das für ein Hof? Weißt du das, der da hinten stand? Ein großer Gulfhof. Das war ein großer Gulfhof einfach. Ja. Also er muss ja 1790 muss er ja auch schon da gestanden haben. War ja auf der Karte, die ich dir gerade gezeigt habe, ja. Verzeichnet ist. Also da standen sogar 3 Höfe. So, ich denke, das ist doch naheliegend, dass eventuell der Geheimgang zu einem dieser Höfe führt. Ja klar, natürlich. Auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise naheliegender als bis zur Kirche in Hage. Weil, das macht mehr Sinn. Das ist ja auch ein Mordsweg. Ja. So. Oh, jetzt sieht man so, als wir sagen, schöner dicker Riss in der Mauer. Ach du meine Güte. Genau an der Stelle. Und jetzt sieht man natürlich leider nicht so die Versackung. Die sieht man im Winter besser. Ja, deutlich besser. Da ist der Riss. Da. Aber, ja, das ist genau die Stelle. Ja, das sieht man jetzt leider nicht so extra, das ist schade, aber man kann es sich ungefähr vorstellen. Also unten der Graurand, ja, das ist normalerweise das Wasserniveau. Also wir haben es ja jetzt sehr trocken zurzeit. Ja. Das Wasser steht also ungefähr 40, 50 Zentimeter höher. Und im Winter ist natürlich das ganze Laub oben von den Bodendeckern weg. Und da sieht man sehr schön, dass es also in der Ecke wirklich so zusammenläuft. Und das ist jetzt genau die Stelle, wo der Riss ist. Und das ist, dahinter sieht man auch wieder die, wird man jetzt wahrscheinlich nicht auf der Kamera erkennen, aber dahinter sind dann auch wieder die Lüftungsschächte. Ja. Es ist ja auch interessant, dass da genau an der Stelle ein Riss ist. Würde bedeuten, man hat irgendwie, was weiß ich, mal, wenn man mal da einen Gang zugemauert hätte
und den nicht verfüllt hat, der würde ja nachsacken. Dann wäre das eine Erklärung, ne? Dass da das schwere Mauerwerk auf dem absackenden Loch. Also einreißt. Das Mauerwerk ist ja erst nach dem Brand entstanden. Das gab es bei dem Vorgängerbau noch nicht. Ah, okay. Das Mauerwerk ist also erst 1960 ungefähr entstanden. Das untere Wassermauerwerk. Ja. Vorher war das einfach nur so Inselbereich, der so langsam ins Wasser abfiel. Und dann ist es eben durch eine Mauer eingefasst worden, das Ganze. Aber aus meiner Sicht deutet es ja auch genau, wie man ja auch auf dem Weg sehen kann, wo die Senke ist, darauf hin, dass da drunter eben ein Hohlraum ist, der sich zusammengesackt ist und das rutscht jetzt so peu à peu rutscht das nach. Und oben drunter ist eben eine Kuhle und da gibt jetzt eben das Mauerwerk nach und sackt in sich zusammen. Ja, und der Geheimgang müsste dann hier da auf der anderen Seite dann da einmünden, ne? Ah, hier ist der Lüftungsschlitz zumindest. Hier. Ja? Also demnach wäre es genau hier. Da wo der Knochen liegt. Nee. Das ist Kartoffelschale. Ja. Genau hier. Aber das wäre hier gewaltig tief. Das wäre hier gewaltig tief, ja. Ja, und da vorne das Waldstück, das kennt man ja auch, da ist auch nicht wirklich was zu sehen oder zu finden. Hast du mal nach Spuren geguckt dort? Nee, ne? Ja, was für Spuren. Es sei denn, es wäre hier eine offensichtliche Versackung, ja, die man jetzt hier irgendwo finden würde, aber die habe ich noch nicht entdeckt bisher. Ich meine, es sagt ja auch keiner, dass sie den Gang gerade gebuddelt haben. Ich meine, wenn du da 3 Meter unter der Erde buddelst, ja, dann gehst du, glaube ich, mal so Pi mal Daumen, GPS und das alles gab es ja noch nicht. Dann gehst du so Pi mal Daumen und arbeitest dich wahrscheinlich irgendwie durchs Erdreich durch. Ich weiß nicht, wie man das sonst machen wollte. Man hätte halt natürlich den Gang oberirdisch, man hätte hier einfach auch eine quasi den Gang in die Erde reingraben können und dann den aufmauern und wieder zuschütten. Hat aber nicht so viel vom Geheimgang, oder? Nee, das wäre nicht unbedingt so geheim geblieben. Okay, Facebook und Co. gab es zu der Zeit ja noch nicht. Also hätte sich wahrscheinlich nicht so schnell verbreitet. Ja, und meistens und die, hat man es ja wussten, auch wurden wahrscheinlich reingeschmissen. Möglich. Und ja. Man hat das ja auch gegraben, sodass das der Feind nicht wusste, der, was weiß ich, aus dem Ammerland kommt oder so. Ja, oder? Aber das wäre doch viel zu auffällig gewesen, so einen Geheimgang so offen anzulegen. Nee. Nein. Ja, aber hier vorne wäre das ungefähr gewesen, hier am Ufer. Ja, und da würden jetzt dann auch die gewaltigen Wurzeln dieser Linde sich durch den Stein bohren. Das ist ganz interessant, weil die ganze Uferböschung hier, die ist tatsächlich unterhüllt. Und nicht nur, dass die ausgewaschen ist, schaut mal, da sind auch überall alte Steine in dieser Unterhöhlung. Ganz interessant. So geht das ganze Ufer hier. Und vielleicht ist da irgendwo unten drunter ein Geheimgang. Wer weiß? Erst beim Filmschnitt der kleinen Dokumentation fiel mir auf, dass wenn man den Beschreibungen der Augenzeugen folgt, genau an der Stelle, wo eine kleine Treppe in die Tiefe des Ganges geführt haben muss, ein steinerner Sockel den Abstieg versperrt. Aber nicht nur das. Das verputzte Mauerwerk an der Wand oberhalb des Eingangs ist deutlich verfärbt, so wie man es bei feuchtem Mauerwerk kennt. Wenn der Eingang seit unbekannter Zeit voller Wasser stand, so gibt das alte Mauerwerk immer noch Feuchtigkeit ab, genau da, wo eine Wandvertiefung den aufrechten Gang beim Abstieg in den Fluchttunnel ermöglichte. Wurde der Gang hier zugemauert? Befindet sich unter diesem Sockel die Treppe hinab in die Tiefe eines seit Jahrzehnten verschlossenen Geheimgangs?
Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Ja, dann ne? Macht's gut, bleibt dran. Bis zum nächsten Abenteuer. Wir finden bestimmt noch was Spannendes. Bestimmt. Oh, wir haben ja noch was. Wir haben ja noch was in petto. Aber noch nicht verraten.